Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe eben eine enorm spannende Pickrunde auf Disturbed World gespielt. Es waren 3er SWR, vielleicht sogar 4, aber da konnte ich es nicht bestätigen, weil es halt ein Windows 10 Spieler oder Konsolenspieler war. Aber es war bis zum Ende hin enorm spannend und die Survivor haben sehr, sehr gut gespielt. Ich war sehr unter Druck gesetzt worden, aber ich habe, glaube ich, eine ziemlich interessante und spannende Runde gespielt. Bedeutet, schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ich habe Last Will und Workshop Grease verwendet, ihre beiden stärksten Add-ons, die sie vor allem in Loops viel, viel stärker und schneller machen. Zusammen mit Pop Goes the Weasel, Corrupt Intervention, Brutal Strength, weil das braucht man einfach auf ihr, und natürlich Scorchok Pain Resonance und einem Basement Offering in Shack. Ja, kommt gerne in meinen Discord-Server, Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Oh nein, Disturbed World, no! Mann, ey, ich bekomme aber auch immer nur die beschissensten Maps, wenn ich Killer spiele, vor allem wenn ich Pick spiele. Scheiße. Ja, muss ich gucken, wie ich damit klarkomme. Das ist keine gute Map für Pick. Auf gar keinen Fall. Nicht mal ansatzweise. Ja, ich habe ein Offering mitgebracht, was das Basement in der Killer Shack spawnen lässt. Dementsprechend, ja, Sprint Burst, das war klar. Ja, habe ich mir so ein bisschen selber am Bein gestellt, weil ich hätte, glaube ich, im Main Building relativ starkes Basement haben können. Sie guckt nicht hinter sich. Sie geht links lang. Aber, ja, okay. Bin ich halt selber schuld. Scheiße. Okay, die hat Windows Opportunity. Und, Quick and Quiet. Kann aber auch ein Bug sein. Scheiße. Denn aktuell, ja, guck mich ruhig an. Glaub mir, du bist nicht so gut, wie du denkst. Sie ist stehen geblieben. Sie ist da lang. Das ist ein Bait. Das ist ein Bait. Es ist kein Bait, scheiße. Die ist 100% noch hier. Die ist 100% noch hier. Die ist nicht mehr hier. Holy shit, what? Okay, sie hat mich 100% outplayed. Touché. Gut, das hat sich dann auch erledigt. Ja, die ist hier lang gelaufen. Scheiße. Okay, hier ist leider Corrupt Intervention. Was heißt leider, aber kurz Ausschau halten. Irgendwelche Survivor zufälligerweise um der Ecke. Nope. Da vorne, doch. Ja, nee, ich chase dich nicht. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Stattdessen gehe ich hier lang. Hier ist niemand. Die werden da vorne sein. Oh fuck, ich bin hier hängen geblieben. Deswegen hasse ich diese Map. Bleibst an jeder Scheiße hängen. Jo. Bitte keine Palette, ey. Ich kann's nicht mehr. Diese Map, ey. Okay. Ja, ich habe ihn gehört, einigermaßen. Ja, nee, ich werde nicht chasen. Der will mich ablenken. Dann einmal hier gegen treten. Scheiße. Ja, ich dachte, der wäre nicht so patient. Bin ich ehrlich. Ja, neue Pick, das schaffst du nicht. Gegen die neue Pick mit dem Add-on, das kannst du vergessen. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Nice. Die haben schon 2 Generatoren gemacht. 3 eigentlich. Weil der andere wird jetzt auch poppen. Ich habe keinen Pressure. Halt wirklich minus 50% Pressure. Okay, nice. Immerhin hat es diesen Generator getroffen. Und der andere Survivor war auch nicht bereit, um direkt das Regression zu stoppen. Bedeutet, ja, jetzt muss ich gucken, wie mache ich das? Campe ich das jetzt aus? Oder schaue ich jetzt, ob ich irgendwo noch ein Popcorn Suisse bekomme? Das kann nicht sein, Alter. Was sind das für Palettenspawns? Oh mein Gott, ich sehe dich. Ja. Aber weiter haben wir keine Paletten mehr. Das ist das einzig Positive. Ja, Mac. Nice. Endlich hat die Scheiße mal funktioniert. Der ist... Oh, wow. Wait. Habe ich den nicht verletzt? Ah, nee, stimmt. Ich wollte ihn verletzen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja, geh ruhig. Deine Falle ist aktiv. Ich würde nicht so... Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, nicht so cocky sein. Hier ist nichts mehr.
Jo. Und du bist tot. Tja, Bill, ne? Bekommst du auch mal eine Falle auf den Kopf und dann schauen wir mal, dass wir irgendwo noch einen Painless-Haken haben. Ja, nope. Das kannst du vergessen. Fuck you, David. Ja, hier ist ein Haken. Das ist nicht der Generator mit dem meisten Progress, das ist gut zu wissen. Antäuschen, hier hinzugehen. Kann ich oben runterspringen? Ich könnte theoretisch... Okay, der ist irgendwo ganz woanders. Ja. Ich wusste, dass du hier sein musst. Ach, scheiße, die haben schon... Die müssen nur einen Generator machen. Naja. Scheiße. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay. Er geht da lang. Okay. Dann bekommst du jetzt auch nochmal eine Falle. Einmal raus, Vacuum. Die werden jetzt sagen, ey, ich bin unter einer Palette, ich bin unter einer Palette, weil das sind Premates. Das sind 3 Premates. Ich habe nachgeguckt. Aber so viel Zeit hatten die dann doch nicht mehr. Die werden probieren, jetzt irgendeinen Generator durchzuhämmern. Aber, nope, nicht mit mir. Welchen werden die machen? Wahrscheinlich den da vorne, oder? Am ehesten wahrscheinlich den da drüben. 2 Verletzte. Habe ich das richtig gesehen? Also ich werde auf jeden Fall den älteren Herrn hier nehmen, weil der ist schon so ein bisschen angeschlagen. Der hat auch Asthma, ne? Der macht sie mehr so lange. Halt lieber ihn als wen anders. War das ein Dead-Hard-Versuch? Ich weiß es nicht. Okay, warte, ich möchte dich rein Vakuum bitte in die Wand, um einen Flashlight-Safe zu verhindern. Danke. Ich habe den wahrscheinlich schon an einem Painless-Haken festgehakt gehabt, ne? Höchstwahrscheinlich sogar. Die einzige, die ich noch nicht hatte, ist die Mac. Ja, den Generator zu treten, das werde ich, glaube ich, mal nicht machen. Die werden da vorne sein oder da oben. Hör ich den hier oben links? Da ist nichts. Da waren die nicht dran. Dann wahrscheinlich der hier vorne. Ja, die sind alle noch nicht so weit, aber was noch nicht ist, kann er noch werden. Hier ist Blut. Hier war Blut. Aber 2 Leute sind verletzt. Die Mac müsste abhaken kommen. Bedeutet, idealerweise könnte ich das vielleicht sogar auscampen. Anti-Camp wird er nicht rechtzeitig bekommen. Ja, Mac. 1, 2. Nope. Scheiße, ja. Kann ich nicht verhindern. Kann ich leider nicht verhindern. Dafür war einfach noch zu viel Zeit auf der Uhr. Egal. Dann halt einen Painless-Haken. Nice. Und der war es nicht. Dann ist es der da vorne. Ja, genau, da ist auch gerade. Das sind die Funken. So, wo könnte der jetzt hin? Der muss ja losgelaufen sein. Nie im Leben. Wait. Okay, ich. Bro. Oh mein Gott, David. Okay, der hat Iron Will. Du hast echt Glück, dass ich da die Krähe gesehen habe. Oder Pech dementsprechend. Weil sonst hätte ich dich nicht gesehen. Ich hätte ihn nicht gesehen. Ich wäre nochmal dran vorbeigelaufen. Wahrscheinlich war der vorhin da auch schon. Okay, das ist aber ein Pop Goes the Weasel. Ich benutze meine Power irgendwie gar nicht. Ist ein bisschen sad. Aber ich glaube, ich bin gerade bei diesen Survivern auch irgendwie besser dran, wenn ich einfach nur M1 Andy spiele. Halt nicht großartig irgendwelche Experimente machen, sondern einfach nur tun, was funktioniert. Und das ist gerade von A nach B laufen, Generatoren defenden, M1 und fertig. Halt, die Power zu verwenden ist nice, aber ich glaube, das wird mir hier nicht so viel bringen in diesem Match. Vor allem nicht bei der Mac. Die Mac weiß, wie man safe spielt. Die wissen alle, wie man safe spielt. Halt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Power verwenden, um hier rechtzeitig von der einen Seite, hinter mir war der David, zu kommen. Aber keine Ahnung, wo der ist. Der wird wahrscheinlich Buddy blocken für den anderen. Nice. Ja, da wurde sie greedy. Kommst einmal hier dran. Nice. Immer so im Free-Gen festhaken. Der Generator ist auch bei 0. Da vorne sitzt jemand. Ich sehe dich. Ah, der hat Life. Okay. Ja, ich würde sagen, das poppe ich.
Besser als gar nichts, ne? So, und bevor die sich heilen, renne ich da direkt zurück. Scheiße. Es war ein bisschen zu spät. Sehr beschissen. Und, ja, dann gehe ich für die Mac. M1. Okay, schade. Ich hätte, gehofft, dass ich vielleicht, wenn sie wolltet, ein... Ja, schaffe ich das? Ja. Na, David? Ja. Na? Hätte sie gewollt, die L&T Wall, hätte ich, glaube ich, mit meiner Power eine Follow-up-Attacke machen können. Nope. Bei der ich dann dementsprechend sie bekommen hätte. Aber ich habe sie auch so bekommen. Ja, das heißt, Strike, 5 Sekunden. Let's go. 5 Sekunden Stun. Let's go. Macht so viel Spaß. Ich weiß mehr, wo die hingelaufen ist. Ist sie nach oben gelaufen, ist die Frage. Sah so aus. Die ist nicht nach oben gelaufen. Die ist sonst wo. Ja, ich könnte das. Da vorne ist sie, glaube ich. Ja, da vorne ist sie. Ich könnte das. Ja, T-Bag, T-Bag. Du bist dead on hook. Ich weiß ganz genau, dass deine Mails gerade den Generator wahrscheinlich sehr, sehr weit haben. Okay. Funktioniert das Mindgame? Es funktioniert immer. Es wird auch immer weiter funktionieren. Es wird keinen Moment in der Dead by Daylights Geschichte geben, wo dieses Mindgame nicht funktioniert. So, jetzt bist du tot. Naja, wer hat jetzt... Es hat sich ausgeteabaggt, ja? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, die hat mich sehr weit weggebracht von den Generatoren. Das ist etwas belastend. Die werden den Generator machen, weil die lieben den irgendwie. Die L&T Wall mit Lyth. Oh, schon wieder ein Skillcheck nicht getroffen. Okay. Und jetzt da lang. Ich werde zu David gehen. Der andere David macht wahrscheinlich den Generator da drüben oder Main Building. Wahrscheinlich eher den da drüben. Oh, ich weiß nicht, ob das so smart war, hier hinzugehen. Außer der weiß, dass der David den anderen Generator macht und der schon fast fertig ist. Bedeutet, ich werde jetzt mal hier vorne festhaken und so schnell wie möglich mit Pop Goes Weasel dahin rennen. Denn der könnte wahrscheinlich, ja, jede Sekunde poppen. Come on. Der ist bei null. Oh, hi, na? Okay, die sind beide hier. Dann einmal, ja, Pop Goes Weasel. Und hier lang. Ja, wie gesagt, also, dass wir die ganzen Paletten hier schon weggeräumt haben, das ist doch sehr nützlich. Nice. Ja, da war ja greedy. Okay, aufheben und direkt zurück. Ist der beste Haken, den ich habe gerade. Ja, Stand on Hook. Das ist sehr nice. Der Generator war weit, aber Pop Goes Weasel hat den, sehr weit, regressen lassen. Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Der Generator müsste auch bei 0 sein. Ja, der ist bei 0, der regress auch noch. Alles gut. Gar kein Problem. Wo werden die droppen? Wait. Ah, hi, na? Wie geht's? Ich habe ihn gehört. Aber ich wusste nicht wo. Ich habe erst draußen geguckt, weil das hat sich irgendwie so sandig angehört, seine Fußschritte. Aber, nee, tatsächlich nicht. War über mir. Ich glaube, der Boden hört sich hier auch relativ sandig an, einfach aus dem Grund, weil das halt Asche sein soll. Alter, meine Güte. Wollt nochmal? Okay. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Fenster ist geschlossen. Blattlast 5000, ja. Okay. Hier oben müsste normalerweise ein Haken sein. Hier oben ist kein Haken. Das ist etwas beunruhigend, aber er ist ja dann Hook. Bedeutet, das war ein sehr, sehr gutes Match. Ein 3K. Der hat das Gate wahrscheinlich schon offen. GG, well played. Okay, das Match war doch besser, als ich dachte. Es hat wirklich geholfen, dass ich mit Brutal Strength das ein oder andere Mal eine Palette weggenommen habe, weil die hatten, vor allem jetzt gegen Endgame, einfach tatsächlich gar nichts mehr, womit die sich hätten verteidigen können. Das war also wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, die Map ist wirklich schrecklich. Vor allem für Pick. Halt, für einen Low-Tier-Killer ist diese Map wirklich absoluter Albtraum. Naja, geh weg, ich will GG sagen. So. Ja, was hatten die? Die hatten Decisive Strike, die hatten Lyth, die hatten Distortion, die hatten zweimal Distortion, die hatten zweimal
Ja, genau. Zweimal Resilience. Heilige Scheiße. Ja. GG, well played. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall Bilder denen für vielleicht ein kommendes Killer-Video in die Kommentare. Ich habe diese Addons jetzt nicht so oft verwendet. Gelegentlich. Sie sind sehr, sehr nice. Das sind definitiv ihre besten Addons, würde ich sagen. Aber ja. Habe ich nicht so oft verwendet, weil, wie gesagt, ich war sehr unter Druck gesetzt durch die Survivor auf dieser Map vor allem. Daher, ja, das war ein bisschen anstrengend, gebe ich zu. Danke fürs Zuschauen und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und komm gerne in den Discord-Server und tschüss, bis zum nächsten Mal.